Hallo Welt, da sind wir wieder. Und die liebe Sandra ist auch da. Hallo Sandra. Ja, hallo Richie, hallo YouTube. Ja, da sind wir wieder. Und irgendwo wird geschossen. Ach, haben wir die Gefangenen noch nicht befreit? Wollten wir die Gefangenen befreien, ja. Also da hinten sehe ich einen, der ist halt befreit. Aber vielleicht dadurch, dass wir das Spiel letztes Mal beendet haben. Ach so. Sonst noch wer hier? Nur ein Vorteilspunkt. Ich habe keinen gesehen. Sonst, ich habe hier noch was mitgebracht für dich. Ich will mit dem Autolicht auch einen. Es waren noch drei. Ja. Da, hier vorne. Vor lauter Blümchen sieht man nichts. So. Kann man auch mitreden. Wirklich alles wäre vergeben und vergessen. Nur weil die jetzt die Hunde haben oder was? So funktioniert Geschichtsschreibung aber nicht. Also hier wird immer noch rumgeballert. Ja, die schießen alle. Die Highwaymen sind da. Ich habe aber geguckt, hat wenig mit Kevin Costner zu tun. Ja. Und mit Bonnie und Clyde. Was war denn hier? Warum waren die hier? Wir waren da unten in so einem Prepper-Versteck mit den Fischen irgendwie. Ah ja, Fischrätsel. Jep. Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. So, was machen wir denn jetzt schön? 5 von 6 Kisten müssen wir haben. Oh je. Ach so, haben wir die noch nicht? Nee. Also eine fehlt mir noch. Haben sie die wieder versteckt? Eine Kiste. Unten waren wir? Ja. Ist ja irgendwo hier draußen. Oder war uns das egal? Aber wir sind nicht befunden. Manchmal war es uns egal, ja. Ja, ich hätte aber schwören können, dass wir hier alle gefunden haben. Bei mir steht 5 von 6. Dann nicht. Schön sein. Ja. Die machen einen Lärm da. Ich gehe mal unten gucken. Müsste ja noch auf sein. Ne, hier drin ist nichts. Unten ist noch offen und alles ist leer. Mann, was habt ihr denn für Probleme hier? Ist es geschafft? Unten war nichts. Okay. Hund! Ja, Hund. Tut mir leid, Hund. Du warst zuerst frech. Ist nur getötet? Ja. Boah, hier drin ist aber auch nichts. Ja gut, vielleicht habe ich meine schon alle gefunden. Ja, lass los. Ist ja zu schnell. Der macht nichts, der Vogel. Da bist du ja. Sandra, hallo. Ist unser Auto weg? Jetzt ist es weg, ja. Ist das sehr weit weg?
dann... Nee, machen wir doch Ausbruch, Story Mission. Ja, gut. Dann bin ich da auch mal... Da. Ich dann auch mal... Statt... So, kannst losfahren. Ein schönes... Vorsicht! Vorsicht, Hirsch! Ja. Der schießt. Warum? Bitte? Nee, nix. Baum und Hirsche. Ach so, okay. Lauf, so. Weiter. Wir müssen da runter. Ja, ich suche hier eine Abfahrt. Oh, hier war eine. Sollten wir uns da nicht ranpirschen? Könnten wir, wäre glaube ich ganz gut, ja. 100. Sollen wir? Ja. Das ist ein ziemlich großes Gebiet hier. Ganz schön viele. Also ich würde links gehen, dann. Okay, dann bin ich rechts. Sagst du Bescheid, wenn es losgeht? Also ich bin gleich oben bei dem Qualm. Ich weiß aber nicht, ob da oben einer ist. Ich riskiere es mal. Sie haben Rush unter der Erde eingesperrt. Verschaffe dir irgendwie Zutritt und bring ihn nach Hause. Viel Glück, Cap. Jetzt geht's rund. Bist du soweit? Naja, einen habe ich schon weggeholt, der da oben war. Der zwei ist weg. Ist noch mehr hier? Wahrscheinlich schon. Ich sehe aber auch von hier oben jetzt gerade niemanden. Okay, oben ist keiner. Also der auf dem Turm, der Scharfschütze, der ist nicht mehr. Oh gut, den hast du erwischt. Das war ja... Den Schlüssel habe ich gefunden. Sehr gut, da kommt irgendwas. Ah, welche von uns? Von uns? Ach so. Ah ja, okay. So, du hast den Schlüssel also. Oh, eins von sechs Kisten. Toll. Ja. Naja, hier oben ist natürlich eine gewesen. Ah, sieht doch relativ gut aus. Auf den Fließbändern, Förderbändern, da ist noch eine Kiste. Ja, ich komme.
Sieht jetzt echt alles sauber aus hier. Ich glaube, Grüngebäude selber sind einige. Ja. Und wie gesagt, hier oben war auch einer. Wo? Ich glaube hier drüben. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich habe sie schon genommen, deswegen sehe ich die nicht mehr. Ich meine, hier war irgendwo einer. Die vom Förderband hast du? Ja, die habe ich alle. Okay, dann gehe ich mal runter. Ah, da sehe ich noch eine, okay. Fünf von sechs. Erste Hilfe ist voll bei mir. Hier ist noch einer. Wo ist noch eine? Hier an der Ecke stand eine. Safe. Ja. Aber ich komme nicht rein irgendwie. Warum komme ich da nicht rein? Über der Seite. Wie hast du das geschafft? Zum Basie. Okay. Ich habe die sechste gesehen. Die sechste ist hier. Wo? Ach da. Hast du dann bei dir auch alle? Bei mir wird das nicht angezeigt, deswegen hoffe ich, ich habe alle. So, du hast den Schlüssel? Ja. Aber, ach so. Haben wir hier noch Schönes? Munition ist immer gut. Erste Hilfe ist voll. Auch nichts. Okay, gehen wir runter. Müssen wir doch, oder? Ich denke, das kann nicht schaden, wenn wir mal gucken, was da unten so los ist. Schleichenderweise, hoffe ich. Lesen? Zu lesen? Nein, nein. Ist... Boah, hoffentlich haben die den Bären nicht hier unten. Das Licht ist mir zu hell. Hier ist aber was zu lesen. Itchy. Aha. Komm. Ja, ja, ja. Oh, dieser Zugtyp. Mickey und Lou reden immer davon, dass dieser Typ unsere Probleme lösen wird. Also ja, die Mine ist nicht so produktiv, wie wir gehofft hatten, aber Alter, wenn ich könnte, ich... hätte dieser Stinkfresse schon längst eine Kugel in den Kopf gejagt. Zweimal hat er uns schon versucht abzuhauen. Wir müssen ihn helikoptermäßig überwachen. Rund um die Uhr. Völlig Banane. Aber die Zwillinge meinten nur, dass er am Leben bleiben soll. Die haben nicht gesagt, dass es ihm gut gehen muss.
Vielleicht toben wir uns einfach ein bisschen aus. Okay. Ganz nett. Oh, da sind einige. Vorsicht. Oh. Ich rücke vor. Okay. Da oben wird gekämpft. Das ist eine blaue Leiter. Aha. Der hatte nichts, ja. Der ist, glaube ich, von oben runtergefallen. Du wärst tot. Ja. Ich hätte wissen müssen, dass du es schaffst. Und du kommst wegen mir zurück? Du bist verrückt. Du kommst wegen mir zurück. Wir müssen weg. Sofort. Okay. Tattoo am Hals. Aha, ein schönes Tattoo. Ja, aber trotzdem soll er mit dem Tattoo mal versuchen, einen Job bei der Bank zu kriegen. Ja, wo bist du? Ich bin gut zu Fuß. Ja, da. Ich bin jetzt keine große Hilfe, weil ich hinter euch bin. Okay. Warte, wo der Depp. Ach, bin so gut im Schießen. Wow. Rechts, links, geradeaus, hoch, unten. Naja, wenigstens fährt er. Oha, ich glaube, ich habe mich verfahren. Ah, da seid ihr ja. Ja! Vorsicht, das bin ich! Nein, nein, das bin ich! Soll ich vorfahren? Ich weiß ja nicht, ja, wohin. Feinde, direkt hinter uns! Wo fahrt ihr denn? Ich sehe die Straße gar nicht. Hier! Erwischt! Nein, sind sie nicht. Luftunterstützung? Nein. Kommt ihr? Ja, ja. Wir tuckern. Vorsicht, ich park hier. Ihr seid irgendwie anders gefahren als ich jetzt. Ah, egal, dann fahre ich eben durch den Wald. Mein Auto kann das. Wow. Wie ein Schiff. Wie die Fliege. Ja. Ist unnormal. Warum fährst du durchs Wasser, Junge? Ich weiß nicht, ich folge euch. Nein, ich meine ihn hier. Ja, aber warum fährt er durchs Wasser?
Ich bin hinter euch. Oh, Steine! Oh je, durchs Flussgebiet. Oha, endlich! Straße unter den Füßen! Mein Bein ist im Arsch! Ich kann nicht fahren! Oh, sein Bein ist hinüber! Den Rest des Weges musst du fahren! Mist, verdammt da! Ist auch hinten drauf? Ich passe da nicht drauf. Beschlagnahmen könnte ich, aber das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich fahre euch wieder hinterher. Kennst du den? Der hinten drauf? Oh, Schiller. Er ist hinten drauf, ja. Dann ist er gut. Gleicher Vollgas geht. Oh, 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 da bist du ja. Ich hoffe, ich fahre richtig. Du fährst ein bisschen schnell, ich komme gar nicht nach hier. Ich glaube, du fährst schon richtig. Ja, ja. Moment. Ich habe hier die ganze Zeit eine Warnung, dass ich mich vom Missionsgebiet entferne. Ich warte Moment auf dich. Und das ist gut, ich komme schon. Das bin ich. Okay, den habe ich getroffen, den Pfosten. Ah, wir haben es gleich geschafft. Oh, huhu. Ach so, deswegen. Ui, ja, tatsächlich. Oje, komm wieder hoch. Ah, Stein. Ich muss laufen. Auto ist festgefahren. Ja, geschafft. Ah. Na, das war ja mal ein Abenteuer. Ja. Mom! Oh, langsam, ganz ruhig. Oh Gott, Rush, die haben dich aber ganz schön zugerichtet. Es geht schon. In ein, zwei Tagen bin ich fit. Hab ich richtig gehört? Du bist Thomas Rush? Und du musst Carminas Mom sein. Sie hat mir viel von dir erzählt. Deine Tochter ist wirklich zäh. Das kannst du laut sagen. Carmina, hol den Alkohol. Okay, dann schauen wir uns die Wunde an. Vorsichtig. Erstmal einen trinken. Du musst mein Hüftgelenk einrenken. Viel Spaß. Du bist übrig. Okay. Ja. Tut mir leid, kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Verantwortlich. Die Zwillinge können einem jede Hoffnung rauben. Deshalb brauchen wir deine Hilfe. Jetzt werde ich euch nicht mehr viel nützen. Es besteht noch Hoffnung, Rush. Wir bauen das hier auf und befestigen es, wie wir es geplant hatten. So leicht ist das nicht. Wir hatten Spezialisten, Experten. Aber du hast auch klein angefangen. Danke. Also genau wie wir. Du hast es schon mal geschafft. Zeig uns wie. Wir werden mehr Leute brauchen. Sie müssen bereit sein zu lernen. Und zwar schnell. Alles klar. Okay, jetzt das Gelenk. Bereit? Ja. Okay. Los. Oh. Also gut, fangen wir an. Wow, 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 hey, warte. Wie wär's mit Ausruhen? Gute Idee. Aus. Sehr schön. Gut. Aber ich denke, in der nächsten Folge fangen wir ein bisschen an auszubauen. Yep. Der hat ja auch ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Aha. Und
roten Stern läuft da rum. Das ist wahrscheinlich, ja, das ist der Thomas Rush. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Für eure Kommentare, für eure Tipps und Tricks. Lieben Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.